CO2-Emissionen, unerschöpfliche natürliche Ressource. Es würde sie bis zu 5,5 Stunden verbrennen lassen. Der Kopfzeitkennen werden zum Modul zusammengefasst und auch in Zusammenarbeit mit Sanja von entwickelt. Ja, man kennt 3D jetzt bestes Beispiel natürlich von Avatar und der professionellen Produktion von James Cameron. Das kann in Zukunft jeder. Das heißt, mit diesem 3D-Camcorder, der 57er, haben wir eine Vorsatzlinse geschaffen, die man auf einen sehr guten 2D-Camcorder montiert und damit eben 3D-Aufnahmen zu Hause für jedermann zum Preis von 1500 Euro. Also auch das ein massenmarktfähiger Preis. Es werden praktisch zwei Bilder erzeugt, eines fürs linke und eines fürs rechte Auge, die mit einem Abstand, man sieht es hier vorne, von etwa 1,5 cm sind hier zwei Linsen untergebracht in diesem Gehäuse, eine unterschiedliche Perspektive aufnehmen. Wenn man sich selbst das linke Auge zuhört und einen Strahl oder den Finger vors Auge hält, das linke Auge, das rechte Auge, dann sieht man, dass die Perspektive leicht verschoben ist. Das ahmt diese Kamera mit den zwei Linsen praktisch nach und bringt sie dann auf ein Bild und die Fernsehgeräte und die Ausgabegeräte, die entsprechend darauf abgestimmt sind, geben diese Bilder in dieser Reihenfolge so wieder mit einer Shutterbrille, wie wir sie hier sehen. Ein Hemmschuh bei der Entwicklung von 3D ist noch die 3D-Brille. Das ist etwas, was in der Anwendung von 3D vielleicht nicht einen ganzen Abend sehr komfortabel ist. Aber man sieht hier auf der IFA im Bereich TechWatch die ersten Möglichkeiten von 3D ohne Brille. Autostereoskopisch heißt das. Wo man eine 3D-Darstellung hat, ganz normal. Und wenn das kommt, hat 3D endgültig den Durchbruch geschafft. Aber nicht nur im Fernsehbereich, sondern auch in anderen Produktbereichen hält die 3D-Technologie Einzug. Zum Beispiel zeigen wir hier auch den Prototyp unseres ersten 3D-Notebooks. Wir haben die Kameras hier, die 3D-Schwenkpanorama beherrschen und zeigen auch den 3D-Beamer. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir einen neuen Prozessor entwickelt haben, der mit sehr viel Rechenleistung arbeitet. Der heißt die Cevo Engine und mit der kann man eigentlich alles Mögliche, was man an 2D-Inhalten hat, in 3D umwandeln. Das heißt, Sie können, wenn Sie möchten, die Tagesschau in 3D anschauen. Sie können sich auch die Bundesliga in 3D anschauen. Sie können sich aber auch das Video von Ihrem letzten Geburtstag in 3D anschauen. Und dann lächeln. Zum Beispiel eine Möglichkeit ist zu sagen, schärfen. Ich kenne das ja von 30 LEDs.
Das ist schon beeindruckend. Auf jeden Fall eine leichte Zeitverzögerung, die ihr quasi für das Umrechnen braucht. Ja, es gibt in der Plattform einen Chip, der nur das macht. Der macht nur das.